Ja, mein Name ist Ubo Enninger. Ich habe diesen Ouroboros mitgebracht, der schon seit gestern hier im Raum steht. Für euch auf der linken Seite dort. Und er ist ein Symbol für den Aufbruch, für den ständigen Wandel. Alle wir sind miteinander vernetzt und die ganze Welt lebt in Zyklen, im Jahreslauf, im Tagesrhythmus, im Wochenrhythmus, und das ist ein uraltes Symbol dafür. Und das wollte ich euch als meinen Beitrag für diese Konferenz schenken, hier, dass es da ist. Danke. Ja, danke, vielen Dank, Matthias. Ja, so, wir wollen dies irgendwie noch zu einem ordentlichen Abschluss bringen. Also wir haben ja draußen eben das ganz gut hingekriegt, eine Videobotschaft an die Spanier aufzunehmen. Ich glaube, das hat gut geklappt und gezeigt auch, wie wir zusammenarbeiten können und wie wir uns einigen können. So, wir wollen jetzt aber noch die Ergebnisse der Gruppen, die heute noch ein bisschen was getan haben, vortragen. Michael ist gerade da, der natürlich Außenpolitik und Sicherheitspolitik die Gruppe geleitet hat. Und was habt ihr da noch für Änderungen gemacht? Ja, scheint zu funktionieren. Also wir haben uns die bestehenden Beschlüsse vom 9. November vorgenommen und dann Ergänzungen eingefügt. Und die Verfahrensweise war so, dass wir jetzt nicht nochmal in die Diskussion der alten Beschlüsse eingestiegen sind, sondern Ergänzungen besprochen haben, die sich aufgrund aktueller Entwicklungen ergeben haben und die einfach damals noch gefehlt haben und die dann formuliert. Und ich würde jetzt auch diese nur vorlesen. In dem Absatz Deutschland wird souverän und neutral, das ist der erste, werden eingefügt. Deutschland gibt sich eine eigene Verfassung. Diese wird in einer Volksabstimmung vom Volk verabschiedet. Der zweite Punkt. Deutschland setzt sich im Sinne des Weltfriedens bei den Vereinten Nationen für die sofortige und ersatzlose Streichung der sogenannten Feindstaatenklausel ein und, sollte dies nicht erfolgreich sein, überprüft seine Mitgliedschaft in der UN und stellt gegebenenfalls als ersten Schritt sämtliche Zahlungen an die UN ein. Und dann als Ergänzung zu dem generellen Verbot, Waffen oder Waffensysteme zu liefern. Das schließt ausdrücklich auch Waffenlieferungen, wie zum Beispiel atomwaffenfähige U-Boote, aufgrund vermeintlicher besonderer Beziehungen zu Einzelstaaten mit ein. Im Zusammenhang mit der Aussage, dass die Verteidigungstechnologie ausschließlich der Landesverteidigung zu dienen hat, den Zusatz Spin-off-Effekte für den zivilen Bereich sind verstärkt zu nutzen. Und schließlich auch neu, ganz wichtig, Deutschland lehnt Waffensysteme zur Nutzung der Erde im Bereich Geoengineering ausdrücklich ab. In dem Passus, in dem großen Block 2, Deutschland tritt aus der NATO aus, gab es keine Veränderungen. Im Passus 3, Deutschland kündigt die Verträge von Maastricht und Lissabon ebenfalls nicht. Ganz neu wird eingeführt jetzt als vierter Punkt, Deutschland verlässt den Euro. Deutschland fordert eine zügige Auflösung des Euro-Währungsgebietes. Deutschland braucht den Euro nicht, anderen Ländern schadet der Euro. Deutschland unterstützt die Wiedereinführung nationaler Währungen und führt selbst eine neue nationale Währung und ein zinsfreies Geldsystem ein. Deutschland unterstützt die Änderung der europäischen Verträge, um auch jedem Staat ein Ausscheiden aus dem Euro zu ermöglichen. Jedes Volk muss demokratisch über seine Währung entscheiden dürfen. Davon unbenommen ist die sofortige Kündigung der Verträge von Maastricht und Lissabon durch Deutschland. Deutschland stellt jede weitere Zahlung aller ESM mit sofortiger Wirkung ein und Deutschland wird ab sofort keine Leistungen mehr für die sogenannte Rettung von Banken und faktische Ausbeutung anderer europäischer Länder leisten. Banken, Hedgefonds,
Kapitalsammelbecken, private Großanleger und so weiter müssten für die Folgen ihrer Finanzaktion ausschließlich selbst gerade stehen. Und dann in dem Punkt fünftens, sämtliche ausländischen Truppen inklusive deren militärischen logistischen Geräts haben Deutschland zu verlassen, wird ein Punkt eingefügt als vorletzter Punkt. Deutschland leistet einen aktiven Beitrag dazu, dass mit den USA die geopolitisch raumfremde Macht Europas verlässt und Deutschland nicht als Stützpunkt zu einer weiteren aggressiven Politik der Einkreisung anderer Länder, wie zum Beispiel Russlands, instrumentalisiert wird. Der Punkt 6, Frieden und Sicherheit, bleibt unverändert. Und dann im Punkt 7, Deutschland lebt im Grundsatz der gutnachbarschaftlichen Beziehungen, wird eingefügt. Deutschland wünscht sich gute Beziehungen zu den Menschen aller Völker und Urvölker der Welt, inklusive der Menschen in den USA. Wir sind uns darüber im Klaren, dass zwischen den Politikdarstellern und den Menschen zu unterscheiden ist. Da war noch ein der zu viel. Deutschland bedauert den durch die Politik der BRD-Regierung als Handlanger des Finanzfaschismus Brüsseler Prägung entstandenen Eindruck, die Deutschen seien gegen Griechen, Zyprioten, Spanier, Italiener und so weiter eingestellt, lehnten die Menschen dort ab und wollten diesen Nationen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu organisieren haben. Das Gegenteil ist zutreffend. Die Deutschen achten und schätzen diese Nationen und ihre Menschen und respektieren deren andere Mentalität als einen Ausdruck ihrer unverwechselbaren nationalen Kultur und ihres besonderen eigenen Volkscharakters. Jedes Volk geht seinen individuellen eigenen Weg. Wir bedauern eine vom Volk mehrheitlich abgelehnte, nicht gewollte und nie demokratisch legitimierte Bevormundungspolitik der BRD-Politikerkaste gegenüber unseren Nachbarnationen. Im Sinne einer aktiven Friedenspolitik und der Verhinderung einer weiteren nationalen wie insbesondere internationalen Instrumentalisierung deutscher Zeitgeschichte leistet Deutschland eine aktive Heilarbeit an der eigenen Nationsseele. Deutschland unterstützt sämtliche Bestrebungen, Unterdrückungsmaßnahmen und Völkerrechtsverletzungen, wie zum Beispiel gegenüber den Palästinensern, mit dem Scheinargument der Nutzung deutscher Zeitgeschichte künftig zu verhindern. Das war's. Vielen Dank. Ja, nun sind wir noch ganz gespannt auf die anderen Beiträge. Wer möchte auf die Bühne und das mit uns teilen? Wer hat was zum Teilen? Keiner. Na gut. Feierabend. Gut. Ja, also ich denke, wir haben ja in unserer Videogruppe, das haben ja viele mitgekriegt, was wir da draußen gemacht haben. Also wir haben eine deutliche Botschaft formuliert und das werden wir demnächst fertig machen und veröffentlichen. Okay. Ja, wenn sonst keiner was vorzutragen hat. Tja, dann machen wir den Abschluss. Ich denke, wir sind auch alle mit den Kräften jetzt so langsam zur Neige. Für mich war es auch ein sehr emotionaler Nachmittag. Vielen Dank dafür. Ja. Das zeigt mir, wie schön ich am Leben bin. Das mit mir, das keiner gesprochen. Was meinst du mit Vereinsthema? Ja, das müssen wir halt organisieren. Das haben wir sicherlich. Ja, das langfristig vor, muss halt organisiert werden. Wir haben bis jetzt noch nicht so, dass wir das wissen, wie wir es machen. Aber natürlich ist das vorgesehen. Wir müssen sehen, wie wir es machen. Wir brauchen eben auch überall noch Hilfe, allein um die Sachen zu organisieren, weil wir alle hier sind völlig überfordert mit all dem, was kommt und was wir eigentlich machen müssten, was wir nicht schaffen. Das ist eine der Baustellen, ganz klar. Natürlich sollen Fördermitglieder dazukommen können, aber im Moment wissen wir noch nicht, wie wir es machen. Ja, ist ja auch nur eine Formalität. Also für mich ist das, der Aufbruch findet so weit in Deutschland statt, ob da jetzt jemand da Mitglied ist oder hier Mitglied oder ja, da jetzt ein Baum auf der Fahne ist oder die Blume des Lebens oder beides, hat für mich persönlich, obwohl ich hier voll dafür stehe mit meinem Gesicht, überhaupt keine Relevanz, sondern für mich ist das wichtig, die Menschen, die diese Bewegung
mitgestalten. Und das sind viel mehr als die, die hier da sind. Und das hat mich sehr gefreut, dieses Video heute zu gestalten. Und ich denke, das haben wir ganz gut rüberbringen können, zu zeigen, das ist noch viel mehr als das wir ist. Dieser Aufbruch, der findet einfach deutschlandweit, weltweit gerade statt. Dazu und das ist für mich, Verein. Dafür brauchen wir das nicht, für die Orga. Wer würde gerne Mitglied werden und wer würde mithelfen oder zum Beispiel? Ja, mithelfen könnt ihr ja auch so. Also dazu braucht er ja kein Mitglied im Verein sein. Also der Verein ist nur dazu da, dass wir diese Veranstaltung machen. Des Vereins machen, das ja. Ist ja, wer will die Arbeit machen? Wer will die Arbeit machen? Wir brauchen einen Verein, wo wollen wir kommen? Wo? Bitte? Wo wollen wir den Verein anmelden? Wo? Wir haben bis jetzt einen Verein nur, damit wir diese Veranstaltung machen können, damit wir nicht persönlich in der Haftung sind. Das ist nur für diese Veranstaltung. Den bräuchten wir, keiner von uns will einen Verein. Aber jetzt wird verlangt, dass da Leute beitreten können. Wir können doch alles machen ohne Verein, eigentlich. Also wenn man bei den Regionalgruppen ist, glaube ich, für die Regionalgruppen extrem wichtig. Und das ist schon ein Haufen Arbeit, an denen mit Hochdruck im Augenblick gearbeitet wird, die Website so zu organisieren, dass auf der Internetseite die einzelnen Regionalgruppen sich wiederfinden, dass die dort ihr Programm einpflegen können. Wir haben weitere größere Aktivitäten vor, ich sage mal Stichwort Sommerfest. Und Planungen, die gegen Ende des Jahres und in das Jahr 2014 rüber laufen. Und das steht arbeitsmäßig jetzt eigentlich dichter an, als zu sagen, wir müssen administrativ irgendeine Organisation gründen. Fördergelder zu organisieren. Bitte? Wir haben schon miteinander gesprochen. Okay. Super. Ich denke auch, lass das mal die Organisatoren machen, weil wir alle sind alle keine Vereinsmeier. Also ich finde, wir haben sowieso viel zu viel Bürokratie in diesem Land. Ich bin froh über jeden Zettel, den ich nicht ausfüllen muss. Ey. Und außerdem seid ihr ja schon, sind wir ja schon ein Verein, weil wir vereint hier sind. Ja. Jawohl. Danke. Wir sind der Verein. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein BRD-Konstrukt sein könnte, weil da existiere ich nicht mehr. Aber natürlich hat niemand was gegen Fördergelder, denn dann können wir an der Arbeit, und die ist natürlich noch lange nicht zu Ende, das ist ja eigentlich das, was wirklich wichtig ist, dass wir in den einzelnen Bereichen auch weiter in den Formulierungen und in der inhaltlichen Arbeit gehen. Wir haben jetzt einen Prozess hinter uns, der sehr unterschiedlichen Erfahrungen ist. Wir haben erlebt, dass in Bereichen wir weiter gewesen sind mit den Alsfelder Beschlüssen als das, was sich anschließend in der Nachbearbeitung stattgefunden hat. Und das ist nicht schlimm, das ist eine Erfahrung, das ist der Prozess. Aber natürlich müssen wir, wenn wir eine Politikalternative für alle Bereiche des menschlichen Lebens und alle gesellschaftlichen Bereiche formulieren wollen, noch eine ganze Menge an Experten und Hausaufgaben und inhaltlicher Arbeit machen. Und da haben wir tolle Leute unter uns, denen wir da sicherlich auch ein bisschen mehr Vertrauen und Unterstützung auch angedeihen lassen müssen. Nur all das muss ich natürlich irgendwie auch irgendwie rechnen, man muss sich mal treffen, man muss mal eben quer durch die Republik fahren. Also Fördergelder, um das voranzutreiben. Nächste Veranstaltung, dass wir hier sagen, wir sehen uns in so und so vielen Monaten wieder hier und. Das ist alles ganz wichtig und das geht ohne, wie die Medien schon sagt, irgendwelche Formulare. Also lieber inhaltlich arbeiten, als da jetzt nochmal eine große Aktivität zu machen. Und uns Organisationen zu machen. Wir müssen auch überlegen, das ist ja vorhin gestern, nee, heute angeregt worden, ist das, was wir jetzt sind, kann da, soll da, darf da gegebenenfalls gar nicht so etwas wie eine Partei draus werden. Also sollen wir uns in der Richtung organisieren. Also hier gibt es viele Sachen, die wir diskutieren, auch im Zweifelsfalle verneinen, gar keine Frage. Habe ich ja für mich das auch schon gesagt, aber das müssen wir einfach sehen. Und dafür müssen wir brauchen Unterstützung, dafür brauchen wir auch Geld, einfach um Spesen bezahlen zu können.
nicht um Honorare einzustreichen. Auch irgendwann muss ein Experte, der ein super Papier entwickelt, da auch mal ein paar hundert Euro Honorar für kriegen. Auch das muss mal möglich sein. Also das ist wichtig, wenn wir da Ideen haben, aber so wenig wie möglich Administration und Bürokratie. Also wir glauben, wir wissen ungefähr, wer das ist. Das kommt alles aus einer bestimmten Ecke von Leuten, die natürlich alles, was wir machen, völlig negativ sehen. Das dürfen sie ja auch. Aber warum sollen wir dem Energie schenken? Und die Leute, die meinen, wir müssen hier im Verein Transparenz machen, wie wir die Veranstaltungen machen. Ich weiß nicht, ist das nötig? Ist das wirklich nötig? Hat jemand den Eindruck, wir bereichern uns hier? Wir haben aufgrund des Newsletters, den wir rausgeschickt haben, so eine wundervolle, liebevolle, überwältigende, positive Rückmeldung bekommen, wo wir wirklich bestärkt wurden in dem, und wer auch nur alle Fünfe beieinander hat, muss sich darüber im Klaren sein, dass das, was hier an Zeit von einer Medi, von einem Detlef, von einem Benjamin, von einem Joe, Stefan, mir und anderen investiert wurde, so weit weg davon entfernt ist, dass das sich in irgendeiner Weise in Richtung auch nur Honorar bewegt. Wir sind froh, wenn wir hier die Reisekosten nicht noch tragen müssen. Also diese Diskussion brauchen wir wirklich nicht zu führen. Wenn wir mal hier Veranstaltungen mit 10.000 Leuten haben und es gibt wirklich große Geschichten zu machen und es fließt mehr Geld, wird es auch mehr Verantwortung geben, es wird Security und dann geben. Also ein Business haben wir nicht vor, ist aber auch das, was es im Augenblick so was weit von weg ist, da würde keiner von euch normal für arbeiten, wenn man den Stundenlohn in Anführungsstrichen jetzt, also für Fahrtkosten, ganzes Wochenende, das heißt der Stundenlohn ist null, wir bringen an sich noch Geld mit. Aber wir haben das erklärt und ja. Und die Referenten übrigens auch, also alle Beiträge, die hier vonstatten gehen, sind genauso ehrenamtlich. Ja, das ist auch so. Das ist, du hast völlig recht. Entschuldigung, du hast völlig recht. Ich weiß auch, dass ich bestimmt welche vergessen habe, die sich hier noch jetzt auf der regionalen Ebene oder auch in unserem Bereich hier engagieren und was ich was, angefangen vom Kameramann bis hin und. Alles klar. Also ich glaube, in dem Newsletter ist alles Nötige gesagt und meine Empfehlung, ich meine, Joe und ich erleben das seit vielen Jahren, wir erleben es seit Jahrzehnten, dass es auch vor dem Internet solche Attacken gibt und das muss man, da muss man sich drüber im Klaren sein. Das ist psychologisch gut gemacht. Die denken, ja. Die tun natürlich immer so, ja, das ist ja gar nicht transparent, die sind ja gar nicht basisdemokratisch, die bereichern sich und da muss man doch mal gucken und wieso kann man nicht in den Verein einladen. Darf ich euch einladen, aus der Rechtfertigung rauszukommen? Ja, ihr habt es organisiert. Aber sie fällt da scheinbar drauf rein. Ich glaube, ihr braucht gar keine Energie geben. Ihr habt es möglich gemacht, dass das Ganze hier stattfindet. Zu welchem Preis auch immer, es hat keiner preisgünstiger angeboten. Und insofern erspart sich die Diskussion sowieso. Wir machen das hier wirklich aus Liebe. Okay. Liebe zu den Menschen. Und alle Kritiker, die das jetzt sehen. Ne? Also macht es günstiger und sowas und entlastet uns alle. Ich meine, wir freuen uns auf euch. Genau. Wir haben ja kostenlose Musik und so weiter. Tolle Leute, die überall lauter sich einbringen. Ja, ganz sicher. Ja, wir wollten ja die Ergebnisse der Gruppen auch gerne hören. Schön. Ein wichtiges Thema. Aber wenn du nicht traust. Jetzt kommt es. Ja, jetzt kommt es. Zum richtigen Zeitpunkt. Dankeschön. Danke. Ja, ich habe eben noch überlegt, wie ich das jetzt rüberbringe, ohne selbst sage, wie toll ich bin. Da hattest du Angst vor. Ne? Also, ich bitte mal alle, die mit dabei waren, in der Gruppe einmal den Arm hochzuheben. Okay, guckt euch mal um, wie viele es ungefähr sind. Okay, Arme wieder runter. Und jetzt mal bitte alle die Arme hoch, bei denen die Ängste weniger geworden sind oder ganz weg waren. Das sind auch einige. Also es ist eine Methode, die ich angewandt habe, eine energetische Arbeit, die 50%, 70% mal 100% funktioniert. Man kann es nicht, oder man braucht einfach länger, es waren jetzt anderthalb Stunden, die wir da gearbeitet haben, davon vielleicht eine Viertelstunde energetisch arbeiten, den Rest habe ich rumgelabert. Und
eine Möglichkeit, an Ängsten zu arbeiten. Ich habe von Tim, eben wo sitzt er, weiß ich nicht, da sitzt er, noch den Tipp bekommen. Man kann doch mehr Herzenergie reinbringen, weil das, also ich habe mit der Quantenbeobachtung gearbeitet und die kann schon sehr, damit kann man kalt arbeiten, man kann damit aber auch mit Herzenswärme arbeiten. Und ich denke, das könnte das nächste Mal nochmal ein bisschen die ganze Geschichte peppen und noch ein bisschen runder machen. Ja. Möchte noch jemand eine Erfahrung preisgeben für alle? Und wenn nicht, wollen wir kurz mit der Angst arbeiten, auf die Bühne zu kommen? Keiner. Okay. Ich schaue fertig. Alle haben Angst. Ah, oh, Entschuldigung. Ah, super. Danke. Dankeschön. Das ist nämlich meine Angst, warum ich in das Seminar dort angegangen bin, hier auf die Bühne zu kommen, überhaupt vor Menschen zu stehen und zu sprechen. Und die habe ich jetzt erfolgreich angegangen. Vielen Dank, einfach, dass ich es geht doch. Super. Ja. Perfekt. Dankeschön. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Vielen Dank. Danke. Ja, danke. Sehr schön. Also ihr seht, was hier alles für Prozesse passieren und wichtige Sachen, die überall an den Kern der Dinge gehen, an die Ursachen, warum wir Probleme haben. Willst du noch was ganz kurzes Wort sagen? Ich würde gerne ganz kurz noch was zum Thema Angst sagen, weil ich war total freudig überrascht, dass das Thema jetzt so auch Thema Platz gefunden hat. Und ich wollte noch mal sagen, also ich habe auch, jeder hat Angst und sich den Ängsten zu stellen, ist das Tor zur Freiheit. Und das wollte ich nochmal loswerden, beziehungsweise das Tor eben, wenn man sich den Ängsten nicht stellt, sondern ergibt und wegläuft, eben der Fremdermächtigung überein. Und so kann man durch Überwinden oder sich stellen der Angst wirklich in die Freiheit kommen. Vielen Dank, dass ihr auch den Mut habt. Und ja, danke. Mit Mikrofon bitte. Also ich bin Johanne Liesegang. Ich habe hier nur so ein kleines Bild noch mitgebracht und wir haben es nicht mehr geschafft, viel zu malen, weil wir eben geholfen haben, Sprüche zu schreiben für den Film. Ich hatte das mal und hier ist nur eins, was gestern entstanden ist. So, deutscher Verstand wäre so das Herzbewusstsein und deutsche Eiche, deutscher Baum und in der Mitte unsere göttliche Quelle. Ich möchte aber lieber oder hiermit einen Aufruf an alle Künstler machen, die das hier sehen, weil wir haben auch gestern durch diesen wunderschönen Film, wie hieß er noch? One Wisdom, also sehr empfehlenswert. Noch ganz viel Inspiration bekommen. Einmal hatten wir ja dieses Bild von dem Schmetterling, dem Goldrot-Schwarzen, also dass da wirklich was Neues entsteht und so möchten auch neue Symbole entstehen und wir haben ja hier dieses Birkenbäumchen und ich habe das Gefühl, Birkenbäumchen ist so der Aufbruch und habe das Gefühl, das geht jetzt noch weiter von der Aufbruchsenergie in was Stabileres, was Größeres, was die ist noch so ganz zart und ich möchte euch einfach einladen, auch Bilder zu malen und Symbole und wir haben gemerkt, dass da wurde gestern in dem Film ein goldrot-schwarz-weißes Symbol gezeigt und ich hatte immer das noch weiß dazu gehört, wie in der ursprünglichen germanischen oder preußischen Flagge und da wollen einfach auch neue Inspirationen für Fahnen, für Symbole, für diesen Aufbruch entstehen und da bin ich gespannt, was da vielleicht kommt und gerne zum Facebook-Forum schicken oder an Johanne Liesegang. Ich bin auch bei Facebook per PN. Willkommen. Ich bin gespannt. Kann man einen eigenen Wettbewerb draus machen? Mein Versprechen ist, dass ich aus diesen Leinwänden, die ich gekauft habe, 4 Stück auch ein Porträt mache, ein Gemälde. Okay. Danke. Gut, super. Kunst und Kreativität ist überall. Wir bedanken uns für die Musiker, die uns begleitet haben. Auch immer wieder einfach so, ohne was dafür zu bekommen. Ganz toll, ganz flexibel. Ich glaube, das muss man, wo ist der Horst, ist dann auch da. Ja, komm doch bitte auch nochmal her. Ich denke, das soll auch anerkannt werden. Die Wertschätzung ist so wichtig, das haben wir heute gelernt. Vergessen wir immer wieder. Und wir vergessen möglicherweise jetzt viele Leute, die wir gar nicht erwähnen. Ich würde gerne noch ein paar erwähnen. Auch nochmal Ubo für das Kunstwerk, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Ja. Einen großen Applaus, bitte. Dann ein Applaus auch für sowas, was wir vielleicht erstmal nicht so wahrnehmen, aber es sind Leute hier, die sind
von Berlin mit Fahrrad hergefahren. Wow. Ja. Auch für die Deko, die Mandy hat sich hier um die Dekoration gekümmert ein bisschen. Auch das ist so ein kleines Ding, was kaum beachtet wird, aber auch ganz wichtig ist für die Energie hier. Auch dafür danke, Mandy. Und bitte den allerwichtigsten Applaus, den für euch selbst. Ja, das sind viele Leute im Hintergrund, die manchmal nur am Rande erwähnt werden, aber das ist, wir können nicht alle erwähnen. Ich bedanke mich besonders bei den Russen, die heute die da waren und die so eine wichtige Sache ausgelöst haben, so einen wichtigen Heilungsprozess möglicherweise in Gang gesetzt haben, an dem sie hier waren. Und ich möchte jetzt gar nicht alle Vorträge und alle, die da waren, nochmal erwähnen, aber ich glaube, es ist wirklich toll, was hier passiert. Das meiste passiert, wie gesagt, gar nicht auf der physischen Ebene, sondern auf einer anderen Ebene. Und da passiert wahnsinnig viel hier, wenn wir zusammenkommen. Danke dafür. Und natürlich auch das Versprechen, dass es weitergeht, auch wenn wir jetzt hier und heute keine exakten, genauen Termine und Pläne geben, aber seid sicher, wir sehen uns wieder und wir machen weiter. Und der Aufbruch wird nicht jetzt irgendwie versanden, sondern wirklich auch erst richtig Fahrt aufnehmen. Und das hat auch einen Grund, weil letztes Mal haben wir nicht innegehalten nach der ersten Konferenz, sind gleich weitergelaufen, gleich nach vorne gesprintet und wir haben hier hinten ganz schön Marathon hinter uns. Wir wussten teilweise nicht, wie gehen wir damit um jetzt, dass wir diese Termine haben, wie füllen wir die, was machen wir damit? Und jetzt haben wir daraus gelernt und wir nehmen uns jetzt wirklich die Zeit innezuhalten, uns ein bisschen zurückzuziehen, einmal richtig auszuatmen und zu spüren und zu schauen, was jetzt eigentlich wirklich dran ist. Und da kann es gut sein, dass er jetzt mal ein paar Wochen gar nichts von uns hört. Und das ist ganz wichtig, das ist wie die Stille heute früh. Es ist ganz, ganz viel passiert. Ganz herzlichen Dank. Wow. Und das nehmen wir dann mit. Ja. Mit teuren Stimmen tagtäglich verheißt es, und weit und weiter wird unsere Sicht. Mit hellen Träumen im Glanz unseres Geistes erfüllen wir Dunkelheit, wir mit.
Schön mit euch.